Die Ankunft der Schwarzen Flotte sorgte für große Unruhen in der letzten Stadt. Viele unserer Leute fürchteten, uns stünde ein zweiter Untergang bevor. Der Zeuge nutzte diese Angst aus. Er versprach allen, die ihr würdig waren, die Macht der Stasis und eröffnete so ein Rennen nach Europa. Wir hätten niemals erahnen können, was uns auf diesem Eismond erwartete. Wir glaubten immer, die Dunkelheit sei untrennbar mit unserem Feind verbunden. Dass ihre Macht zwangsläufig zu Gewalt und Trauer führt. Doch manche, wie Elsie Bray, verstanden, dass die sogenannte Dunkelheit eine neutrale Macht ist. Wie auch das Licht, könnte sie richtig genutzt ein mächtiges Werkzeug für das Gute sein. Wenn wir den Mut hätten, unsere Ansicht zu hinterfragen. Durch die Kommunikation mit einer Krux der Dunkelheit konnten wir lernen, die Macht der Stasis zu beherrschen. Erst mussten wir uns nach Rhys wiedergeboren kämpfen, ihrer Missfestung auf Europa. Diese Pyramide verlieh den Hütern und den Gefallenen Dunkelheit. Sie gibt unseren Feinden genauso viel Macht wie uns. Ich traue ihr nicht. Eine neutrale Kraft. Aber die Pyramiden haben einen Plan. Solange wir nicht wissen, was sie vorhaben, müssen wir auf der Hut sein.
Felixi-Freunde. Lasst nicht zu, dass dieser Abschaum noch mehr unserer Schwestern, Brüder, Väter und Mütter tötet. Eramis Anwesenheit auf Europa ist kein Zufall. Die Versuchung setzte das Rad in Gang, doch die Besessenheit trieb sie hierher. Um das Licht mit einer Armee der Dunkelheit zu zerstören. Sie und ihre Anhänger handeln selbstsüchtig und spontan. Die Menschen setzen auf unseren selbstlosen Einsatz für eine bessere Welt. Die Dunkelheit ist für uns nur ein Werkzeug. Thank you.
In uns allen liegt die Kraft, die Dunkelheit zu kontrollieren. Wir müssen uns nur daran erinnern, warum wir hier sind. Gewappnet mit Willenskraft und Führung haben Hüter die Macht der Stasis erlernt, ohne vom Zeugen korrumpiert zu werden. Unser Verständnis der Dunkelheit erweiterte sich. Dunkelheit ist ein Teil unseres Universums, eine Naturgewalt. Wir nutzen sie, um die letzte Stadt zu schützen. Daraufhin mussten wir viele unserer Annahmen hinterfragen. Wo einst ewige Feinde lauerten, fanden wir Verbündete gegen eine gemeinsame Bedrohung. Und im Kreise unserer engsten Freunde lauern nun alte Feinde. Verborgen in der letzten Stadt bereitete die Schargöttin Savathun ihre bisher größte List vor.